Ey, der Drecksack hat unsere Rubine geklaut. Ernsthaft, Dinge. Läuft. Und damit herzlich willkommen zu einem Mini-Projekt. Das hier ist Tingles Balloon Fight DS. Die japanische Version, da dieses Spiel erwartungsgemäß nie eine englische oder geschweige denn deutsche Übersetzung bekommen hat. Es ist natürlich auch kein gigantisches Spiel, wie man sich sehr schnell denken kann. Das hier ist Tingles Balloon Fight, eine Version von Balloon Fight mit Tingle. Als erstes können wir oben die Musik umstellen, als zweites können wir die Anzahl unserer Leben verstellen und als drittes hätten wir hier einen Galeriemodus. Das Einzige, was man in diesem Spiel wirklich freischalten und aktiv machen kann, ist in dieser Galerie zusätzliche Bilder freizuschalten. Wir sehen, wir haben ein Bild. Tingle, wie er leibt und klebt, als Standardbild, und ansonsten haben wir noch gar nichts, den Rest müssen wir erst komplett freischalten. Wir werden jetzt nicht darauf spielen, hier alle Bilder freizuschalten oder so, ich möchte dieses Spiel nur gerne mal demonstriert haben. Also beginnen wir direkt mal mit dem Einspielermodus, von dem wir auch direkt sehen, es ist Balloon Fight. Es ist das gute alte Nintendo Entertainment Station Spiel Balloon Fight mit Tingle als Hauptcharakter ersetzt. Mit Musik, die genommen ist größtenteils aus Tingles Rosie Rupee Land, hier eingefügt und zusammengebastelt, um eine gleiche Version im Grunde zu sein. Oder von der Steuerung her sogar eine etwas bessere Version als das Standard Balloon Fight. Aber das lag halt auch daran, dass das Standard Balloon Fight auf dem NES noch etwas schwierigere Kontrollen hatte. Obwohl es gut spielbar war, dafür, dass es ein NES-Titel war von der Steuerung her. Balloon Fight gehört zu den wenigen NES-Titeln, die ich tatsächlich relativ viel gespielt habe, einfach nur weil mir das Spiel immer recht viel Spaß gemacht hat. Ich habe nie ein Nintendo Entertainment Station System in meinem eigenen Zimmer besessen. Ich habe damals mit dem Super Nintendo angefangen. Als allererste Konsole, die ich selber besessen habe. Ich weiß aber, dass wir ein NES mal im Haus hatten. Also wirklich angefangen, NES-Spiele auch mal selber zu spielen, hat es halt erst mit der Zeit zu der A-Emulatoren kam, wobei ich auf Emulatoren auch nie wirklich großartig NES-Spiele gespielt habe. Und zweitens mit den Wii Virtual Console-Spielen. Ich habe mir tatsächlich damals, als die Wii Virtual Console angefangen hat, Balloon Fight auch als eigenes Spiel gekauft. Dementsprechend habe ich auch ordentlich Übung hier in dem Spiel von damals, da ich es tatsächlich recht viel gespielt habe. Allerdings ist es auch verdammt lange her. In dem Spiel ist es natürlich so, dass wir genauso wie damals im Balloon Fight A tappen müssen, damit Tingle fliegt. Jedes Mal, wenn wir A drücken, kriegen wir ein bisschen mehr Momentum in die Richtung, in die wir drücken. Oder wir können auch gar nicht drücken, um nach unten zu gehen natürlich. Ziel des Spiels ist es, einfach nur so viele Punkte zu sammeln, wie es nur irgendwie geht. Das Spiel ist halt steinalt, wie in vielen uralten Spielen, die eigentlich nur Arcade-Spiele sind und sonst nichts. Ist unser Ziel, immer wieder diese Level zu spielen, Punkte zu sammeln und zu überleben. Wir verlieren einen Ballon, wenn einer der Gegner uns an unserem Ballon berührt. Wir werden sofort sterben, wenn uns dieser Fisch da unten im Wasser frisst, den wir gerade gesehen haben. Und wir werden sofort krepieren, wenn uns eine dieser Elektrokugeln verschießenden Wolken da erwischt. Verlieren wir sofort eins unser Leben. Oben links haben wir unsere Punkteanzeige und unsere Lebensanzeige. Wir haben momentan noch 5 extra Tingle übrig. Einen Tingle haben wir natürlich schon unterwegs, denn wir haben 6 Tingle-Leben eingestellt, um einen langen Balloon-Trip machen zu können. Ja, und außerdem sehen wir natürlich unsere Top-Punktezahl. Balloon Fight ist so ein Spiel, das deswegen auch sehr lustig ist, weil man es mit 2 Leuten spielen kann. Leider können wir das natürlich hier nicht demonstrieren, da das hier die japanische Version ist, die ich jetzt nur auf dem Emulator demonstrieren kann. Das war schon knapp. Dementsprechend ist es natürlich auf dem Emulator immer so ein bisschen schwierig, einen zweiten Spieler dazu zu holen. Wirklich was verändern tut es natürlich nicht. Der einzige große Unterschied ist halt, dass hier 2 Typen, rumfliegen, die Gegner platt machen. Man hat den Vorteil, dass man schneller Gegner besiegen kann, man hat den Nachteil, dass man sich auch gegenseitig Schaden machen kann. Also muss man aufpassen, dass man sich nicht gegenseitig die Ballons wegknallt.
Aber wir sollten auch alleine ganz gut klarkommen, ohne einen zweiten Spieler. Ohne einen zweiten Spieler kann man auch deutlich vorsichtiger sein, weshalb man erfahrungsgemäß meines Wissens nach mehr Punkte holt, wenn man alleine ist, als wenn man mit zwei Leuten unterwegs ist. Und wenn man wirklich ein eingespieltes Team ist, dann mag mit zwei Spielern spielen tatsächlich schneller sein und effektiver sein. Ich würde allerdings eher sagen, alleine kann man besser einen Highscore suchen. In diesen Bonus-Games hier, wie man beim letzten Mal auch schon gesehen haben wird, geht es darum, dass wir alle Ballons zerplatzen lassen, die aus diesen Schornsteinorten rauskommen. Die kommen jedes Mal aus einer komplett zufälligen Location raus. Das heißt, wir können manchmal auch einfach absolutes Pech haben. Wenn sie immer zwei entfernt voneinander sind, die Schornsteine, dann kann es irgendwann sein, dass wir nicht mehr schnell genug hinter diesen Ballons herkommen und dementsprechend nicht den perfekt super Bonus von super vielen Punkten kriegen. In diesem Falle, wenn wir allerdings alle Ballons erledigen können, kriegen wir einen super Punkte-Bonus, der uns sehr schnell sehr viele Punkte bringt. Ein Nachteil, den man sehr schnell erkennen wird bei diesem Spiel, ist, dass der Top-High-Score da oben eine Limitierung bei der nächsten Null hat. Und wir werden mal versuchen, auf diese Limitierung zu kommen, die Limitierung zu erreichen. Ich habe jetzt nicht vor, hier unglaublich viele Einspieler-Modi-Spiele zu präsentieren. Wenn es gut läuft, würde ich sogar nur dieses eine einzige Mal hier präsentieren, um das Spiel mal gezeigt zu haben. Aber dafür bis zum absoluten Top-High-Score, wenn wir es denn hinkriegen. Das einzige Problem, das man bei so einem Spiel natürlich hat, ist, dass es insgesamt irgendwann etwas monoton wird. Dementsprechend bin ich auch ganz glücklich, dass es hier ein Emulator ist, den wir jetzt gerade spielen. Das war nämlich immer eins meiner größten Probleme mit Balloon Fight damals. Ich habe es zwar gerne gespielt, aber es ist halt auch sehr schnell monoton geworden. Und dann hatte ich erst irgendwann später Lust, wieder weiterzuspielen. Und Gott, ja. Und so schnell kann es gehen, dass man tatsächlich seinen Ballon verliert. Sehr, sehr viel früher war es natürlich noch nicht so, dass man einfach Pause drücken und aufhören konnte. Aber in Zeiten von Virtual Console und Emulatoren haben wir natürlich die Möglichkeit, einfach ein Safe State zu setzen, Pause zu machen und später wiederzukommen, um weiterzuspielen. Was ich in diesem Spiel auch definitiv nutzen werde zwischendurch. Damit ich einfach nicht die Lust an einem Ballonkampf verliere. Einfach zwischendurch so als Zeitvertreib das Spiel aufmachen, ein paar Gegner umhauen, wieder zumachen, später wiederkommen, wieder ein paar Gegner umhauen, unsere Ballons verlieren. Gott, ich schlag mich gerade nicht sehr gut. Man merkt, dass ich mich erstmal wieder ein bisschen in Balloon Fight einspielen muss. Ganz abgesehen davon sehen wir oben links im Bildschirm gerade einen dieser lustigen Rotoren. Wer sich immer schon mal gefragt haben mag, wo in den Super Smash Bros. Spielen diese lustigen Rotoren herkamen, die es in Melee, glaube ich, nur gab, wenn mich nicht alles täuscht. Hier kommen sie her. Sie wurden in Balloon Fight erfunden, eingebaut und übernommen. Des Weiteren sehen wir, wenn wir einen unserer Ballons verlieren und ins Bonus-Game reinkommen, dann kriegen wir unseren verlorenen Ballon zurück. Wir können es uns also zwischen jedem Minigame theoretisch leisten, einmal getroffen zu werden. Wenn wir das zweite Mal getroffen werden, verlieren wir natürlich einen unserer Tingles und sehen jetzt, wie gerade oben links, wir sind auf 4 Leben runter. Dann werden wir es nicht zu unserem Top-High-Score schaffen. Außerdem sehen wir aber auch, dass obwohl wir erst seit was 7 Minuten, 8 Minuten ungefähr unterwegs sind, haben wir jetzt schon, was sind's? 1 Million, nein, es sind 157.000 Punkte. Eine Menge. Und es gibt keine Ziffer, die die 9 nachher umrollen lassen würde in die nächste 0. Dementsprechend könnte es tatsächlich ziemlich schnell gehen, dass wir auf den absoluten Topscore kommen. Nicht innerhalb von einem Leben natürlich, aber innerhalb unserer 6 Leben, die wir uns eingestellt haben, auf jeden Fall. Lassen wir ein paar Vögel zerplatzen und schauen mal, wie gut wir sind. Wimp. Wir sehen, wir kriegen Punkte dafür, wenn wir Gegner erledigen, und es ist immer eine gute Strategie, direkt am Anfang jeder Runde den ein oder anderen Gegner schon mal zu erledigen, bevor der Gegner es schafft, seinen Ballon aufzupusten. Wenn Gegner schon auf dem Boden stehen, kriegen wir weniger Punkte für das Umnieten der Gegner, als wenn wir sie in der Luft erledigen im Regelfall.
Oh, komm her, komm her. Ja, sehr gut. Und außerdem gibt es noch zusätzlich immer diese lustigen Luftblasen, die aus dem Wasser aufsteigen, die uns 500 Zusatzpunkte geben, wenn wir sie uns schnappen. Theoretisch könnten wir natürlich die Level ewig lange strecken und einfach gucken, dass wir eine Luftblase nach der nächsten holen und einen Gegner nach dem nächsten erledigen. Wenn wir einen Gegner abstürzen lassen, also seinen Ballon zerplatzen lassen und er einem auf dem Boden stand, dann dauert es eine Weile, dann bläst er sich seinen Ballon wieder auf und fängt wieder an loszufliegen, wenn wir ihn nicht erledigen, nachdem wir ihn haben abstürzen lassen. Und da haben wir das nächste Bonus-Game. Ich würde sagen, wir nutzen die Gelegenheit und machen an dieser Stelle kurz mal Pause und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder zu Tingles Balloon Fights DS, der ultimativen Spannung unter den Tingles Spin-Off-Spielen. Bis dahin. See ya.